Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Adobe Live. Mein Name ist Julia Zieger, ich bin heute euer Host. Und wir haben an diesem wunderbaren Dienstag wieder einen ganz tollen Illustrationsstream für euch. Und zwar haben wir heute zu Gast die Eva Münnich. Hallo Eva, herzlich willkommen. Hallo. Danke. Du schaltest heute zu aus dem wunderbaren London. Ja, die Sonne für scheint. Heute, ja, uns auch, das ist ein Zufall. Ist ja schon selten, dass wir das gleiche Wetter haben. kleiner Hinweis für alle, die auf YouTube zuschauen, kommt doch bitte auf behance.net/live, da ist unser wunderbarer Chat. Da könnt ihr die Fragen stellen, die ich dann an die Eva weiterleiten werde. Und dann kommen wir auch gleich zum Chat. Hallo lieber Chat, da ist der Thomas, da ist der Fritz, Sean ist wieder da, hiya Sean, Sascha ist da, Melanie, hallo Melanie. Genau, danke für das Feedback an euch alle für unsere Gameshow. Gestern hat mega viel Spaß gemacht und wir haben uns gefreut, dass ihr so viel mitgemacht habt und eure Zeichnungen in den Discord geschickt habt, war cool. Da ist auch die Pia, der Tim ist da. Liebe Eva, für alle, die dich noch nicht kennen, was vollkommen unwahrscheinlich ist, vielleicht werfen wir mal einen Blick auf dein Portfolio, damit die Leute mal einen Eindruck bekommen, was du cool machst. Okay, also ich habe hier einfach mal meine Seite offen. Ja, und ich scroll da mal so runter. Also man sieht schon, Character sind involved. Ja. Und ja, also... Genau, ich mache 2D und auch dann 3D-Sachen in ja ein bisschen verschiedenen Styles und ja, also tatsächlich arbeite ich als Animatorin auch. Also ich mache Motion Graphics und solche Dinge für Geld. genau, da habe ich hier, also genau, das sind hier ein paar Beispiele. Aber ich habe so in letzter Zeit ziemlich stark eigentlich gepusht in diese Illustrationsrichtung halt, ne, einfach um so ein bisschen mehr, ja, halt so eigene Charakter zu machen und da so ein bisschen so eine Eigenheit reinzukriegen in meinen Output. Da warst du auch extrem erfolgreich, würde ich sagen. Ja, das sieht doch hier zum Beispiel jetzt so, das Grid ist doch irgendwie recht kohärent. Sehr schön. Pia sagt schon mal eine lustige Anfangsanimation, die da oben rechts. Achso, das hier, ja. Ich meine, das können wir uns eigentlich auch direkt anschauen. Das Projekt ist. Oh, ist das schön. Ist ja basierend auf einem Charakter, den ich jetzt. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen ausholen. Den ich letztes Jahr in der Pictoplasma Academy entwickelt habe. Da habe ich teilgenommen. Das? Die Pictoplasma Academy ist. Das Beste ever. also ihr kennt ja wahrscheinlich Pictoplasma, das Festival. Hier ist das Icon von denen. Das ist das Festival für Character Design und eigentlich alles, was Kunst, Film, alles, was mit Character zu tun hat, in Berlin jedes Jahr. Und die haben eben dieses Academy-Programm, was dann im Herbst stattfindet. Jetzt halt leider nicht mehr wegen Covid. Aber was ist. Nee, ich glaube, das würde nicht gehen online. Das ist ziemlich eine ziemlich involvierte Geschichte. Cool, ja, das klingt spannend. Also es ist vor allem ziemlich cool, weil halt Leute wirklich von überall auf der Welt halt dahin kommen. Also wirklich, wir waren jetzt, weiß nicht, Leute aus Kolumbien und aus Australien. Also wirklich, wirklich von überall her. Und man verbringt 10 Tage zusammen halt. Und der Workshop ist wirklich richtig intensiv. Also wirklich jeden Tag. Mit so super Fokus auf Character, okay. Weiß nicht, Worldbuilding, okay, Character Backstory, Design. Cool. Und das ist ziemlich guter Prozess, um so Character zu entwickeln. Ich kann da auch, glaube ich, ein bisschen was zeigen zu. Hier einfach in meiner Vorschau. Ich kann jetzt ganz kurz checken. Pia sagt gerade, sehr fein, war einmal auf der Pictoplasma vor Jahren. Und die Melanie sagt, die Pictoplasma selber findet dieses Jahr digital statt. Ja, und genau. Die Academy ist dann wahrscheinlich hoffentlich wieder nächstes Jahr. Genau. Also wenn jemand Interesse hat an Pictoplasma dieses Jahr, das findet online statt. Also die Speaker sind wirklich, also das sind halt eigentlich immer so die coolsten Leute, die es gibt im Moment. Top of the night. Ja, total. Und bitte spendet. Wenn ihr das online anschaut, es wäre umsonst, aber bitte spendet Geld, damit das weiter stattfinden kann. Ich meine, logisch, ne? Normalerweise ist die Konferenz, also ist eine richtige, richtig gute Sache, gebt denen mal Geld.
Genau, und also dieser Charakter zum Beispiel jetzt, ne, das war der, den ich in der Academy, entwickelt habe. Das war so die erste Skizze. Und was man dort halt macht, ist zum Beispiel, dass man, dass andere Leute dann den Charakter, den eigenen Charakter in ihrer Art zeichnen. Ne? Und das öffnet so total viele Perspektiven auf diese eigene Idee, die man da hat. Ja, was für ein Input, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist halt unglaublich wertvoll, halt einfach dieser Input von, ich glaube, wir waren 20 Leute, oder ich weiß nicht, halt einfach diese verschiedenen kreativen Köpfe, die alle halt dann, ne, sich so ein Ding anschauen, total abgefahren. Und genau, weshalb es so involviert ist halt, dass man macht zum Beispiel dann auch solche kleinen 3D-Maquettes aus Knet. Und das ist halt, ne, man sieht ja hier schon, wie sehr sich die verändert haben in der in der Zeit von letztem Jahr bis jetzt so. Aber naja, gut, ne? Also ich habe die dann halt weiter bearbeitet und dann, ja, das ist Robin, der hat die dann in 3D. Das ist dein Freund, ne? Modelliert, das ist mein Freund, ja. Professioneller 3D-Animator. Wunderbar, cool. Und er hat dann hier auch die Animation gemacht für diesen Kurzfilm, den wir gemacht haben. Schön. Cool, dass ihr da zusammenarbeitet. War er auch mit? Nee, nicht bei der Academy. Also zum Pictoplasma schon und unser teuflischer Plan war, dass wir, ne, mit diesem Film dieses Jahr eingeladen werden zum Pictoplasma, was auch funktioniert hat, aber es findet ja jetzt leider nur online statt. Ganz online dabei. Ja, naja. Ja, also. Aber guter Plan. Hätte ja auch funktioniert. Ja, hat funktioniert, aber ja, wie gesagt, findet halt leider nur online statt. Ja. Können wir uns das mal kurz angucken? Das können wir machen. Soll ich es einfach hier, ist es groß genug, wenn ich es hier einfach abspiele? Warte, ich warte mal kurz auf Tims Feedback, Tim. Oder ich kann auch hier in Vimeo direkt. Ein bisschen klein. Ist es besser hier? Also wenn ich Fullscreen mache, ist es, glaube ich, mach zu hart. Mal. Okay, ja, dann mach mal. Okay, ich mach mal. Oh. Also wenn man sich mit Musik anguckt, macht es natürlich mehr Spaß. Oh. Könnt ihr dann noch machen in eurer... Wollen der ganz rechts, der ist ganz grimmig, den finde ich mega gut. Ja, die Angepisse ist die beste. Oh, stark. Cool. Oh, das ist witzig. Chat feiert. Genau, also ja, wie gesagt, mit Musik macht es alles, hat es alles so ein bisschen mehr Bam, aber. Oh, schön. Also wir haben uns halt gedacht, okay, wir machen mit diesem Charakter sowas wie so ein bisschen so ein Fake-Schuh. Eine Fake-Schuh-Werbung, halt für coole High-Top-Sneaker. Yeah, großartig. Check them out. Woohoo! Ah, super cool. Auch die Perspektive so von unten geschossen, richtig wie in so einem Schuh. ja, also es war jetzt so ein Projekt, was sich halt, also aus dieser, aus einer Illustration halt so ein bisschen hochgeschaukelt hat. Ne? Dann hatte ich halt diese Figuren modelliert. Mal. Hier ist zum Beispiel, die Grimmige ist ja der Favorite. Okay, genau. Die Grimmige macht die Splits. Wow. Woraus hast du die denn gemacht? Das ist Sculpey. Das ist so eine Modelliermasse. Gut, dass ich hier alles in diesem Regal Reichweite habe. Das heißt Super Sculpey. Und, ist das was so lufttrocknend ist? Oder musst du das Nee, das muss man backen. Also das trocknet überhaupt nicht. Das ist eigentlich, das ist ja so ein bisschen der Witz an dem. Das hat halt so eine super ekelhafte Hautfarbe. Okay. Aber ja, das passt mit zu deinen Figuren. Farbe. Ja, naja, ich weiß nicht. Also die sind jetzt eher nur so Vorprodukte. Ich will da quasi, wie sagt man, Formen von machen und dann die gießen in zum Beispiel buntem Plastik oder so. Ne? Kannst du auch drucken lassen? Hast du darüber mal nachgedacht? Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube, man schickt die Sachen dann einfach irgendwo hin, ne? Und die scannen das ein oder so. Ja. Ja, das stimmt, das könnte man auch machen. Aber ich finde irgendwie diesen Aspekt von, ich finde Mold-Making, also so Formenbau, eigentlich ziemlich cool. Also ich mache das ziemlich gerne, deshalb ich mache das, glaube ich, einfach selbst. Sehr cool. Der Chat sagt Hammer, mega gut. Ah.
Ja, das ist so ein bisschen so ein Beispiel dafür, wie man halt, ne, wenn man so eine Idee hat für einen Charakter, ich meine, die war ja hier in ihrer ersten Skizze noch super anders, weil man sieht es ja hier nur so, ich habe ja die irgendwo, aber man, ne, das ist ja komplett anders, aber wenn man halt denkt, okay, dieser Charakter hat irgendwie was, ne, und dann arbeitet man einfach mit dem und pusht den einfach ein bisschen weiter und, ne, verändert den, ja, entsteht daraus halt so ein ganzes, ne, man hat plötzlich Skulpturen und plötzlich hat man einen Kurzfilm. Das ist echt inspirierend. Ich finde vor allem den Aspekt cool, dass du die anderen Leute da mal drauf gucken lässt und die dir anderen Input geben. Das ist so total cool. Ja, das war total gut. Also es ist auch so eine total gute Erfahrung. Ist halt ein bisschen schwierig jetzt, ne, heutzutage. Wo findet man jemanden, der mit einem in einem Raum sitzen will? Ich hoffe, es kommt Ich warte immer noch auf unser Adobe Live Community Meeting, wo wir sowas hoffentlich dann auch machen. Okay. Dann müssen sich nur die Stimmen erheben, dann wird sowas bestimmt auch organisiert. Ja, also ist echt ein guter Tipp. Also wenn man ein paar Freunde hat, die auch Illustrationen machen, sagen, okay, schau mal hier, schaut euch den Charakter an für eine Minute und dann sketcht super schnell eure eigene Version. Und dann geile Idee. Plötzlich hat man so eine ganze Bandbreite. Richtig gut. Ja, genau. Das war die Backstory zu diesem Charakter. Ja, was könnte man also... Der Bärtierchen, der Penis da, der ist einfach fantastisch. Kannst du den mal so sehen? Ist der auch animiert? Das kann ich machen. Nee, der ist nur eine Illustration. So cool. Das ist wahrscheinlich das beste Dickpic, was ich bisher gesehen habe. Ja, das ist auf jeden Fall... Das war so ein sehr schönes Projekt, weil es ist so eine Charity gewesen aus Brasilien. Was heißt denn das, was da steht? Das heißt, wasch deinen kleinen, fetten Penis. Also Rolicha, oder ich sage es wahrscheinlich falsch, aber das heißt anscheinend kleiner, fetter Penis. und diese Charity ist halt, setzt hier also dafür ein, also es ist quasi so eine Kampagne dafür, dass Männer dran denken, dass sie ihren Penis waschen müssen. Super Sache. Um Krebs zu vermeiden, tatsächlich ist das ein Trick, wie man das machen kann. Und die hatten mich halt angeschrieben über Instagram, die hatten vorher eine Arbeit von mir gesehen, ich glaube die hier, ne, mit diesen kleinen Huggy-Leuten. Ja, schön, ja. Und habe mich halt gefragt, ob ich zu ihrem Brief halt, ne, so den Penis machen kann. Und halt auch mit diesem, ne, man sieht es ja, das ist ja, also alle auf diesem Profil, auf Instagram, geworden, ja. Das ist hier das @LoveDito Ujo, falls das jemand auschecken will, das ist super süß, alle möglichen in 1000 Styles, 1000 Penisse. Ehrlich, cool. Also es macht total Spaß. super schöne Idee und ich meine, es ist halt so eine, also Charity, ich meine, da macht man halt immer, arbeitet man umsonst, aber ich denke, es ist halt, also der Brief ist einfach, ich meine, was für ein Traumbrief, ja. Es kommt jemand und sagt so, kannst du einen kleinen, fetten Penis machen, der sich wäscht? So, Klar kann ich das. Denk schon. Und super netter Brief. Und habe ich hier auch nochmal, ich finde es immer ganz lustig, wenn man so ein bisschen die, von der, ne, so, das ist jetzt hier so der High-End-3D-Render. Oh. Stark, ja. Aber alles basiert auf so einer winzig kleinen Skizze. Und wie ist denn da dein Workflow? Du machst quasi eine Skizze, dann gehst und so du mache ich das 3D, eigentlich oder? Recht oft, vor allem für diese Dinge, die ich in 3D illustriere dann. Ich überlege mir einfach nur kurz, okay, wie passt es hier ins Format? Ne? Da unten muss noch Schrift rein. Okay, das heißt, der Typ ist wahrscheinlich so, er müsste hier oben irgendwo sitzen. Und ja, skizziere einfach schnell so ein bisschen die Pose und meine Internetverbindung ist instabil. Wir sehen dich noch. Ich hoffe, es ist richtig, ja. Okay, also genau, halt einfach um die Pose so ein bisschen zu skizzieren und was halt auch super wichtig immer ist, so den Ausdruck von dem Charakter irgendwie. Ne, wenn man eine Skizze hat, wo das schon drin ist, kann man von da eigentlich dann in egal was für ein Medium das übertragen halt, ne? Ja. Ja, das ist so ein Beispiel für. Sehr charmant, ein schönes Projekt. Ein lustiges Projekt. Genau, hier ist die Skizze, diese so niedlich Huggy-Leute. Was mir an denen so gefällt, ist, dass die haben diesen Look von so einem Luftballon, der schon eine Woche alt ist. Ja, stimmt. Ja. Eine Woche alter Luftballon.
Ja, das ist eigentlich eher, also es ist jetzt halt nur so, es hatte jetzt keinen Kunden oder in irgendeiner Form einen Auftrag, es war eigentlich eher, um so ein bisschen halt auszuprobieren, ne, wie kann man jetzt sowas quishy machen in 3D und so. Irgendwie ganz, ja, schönes Projekt. Ja, ist der. Die Swimsuit-Season da drüben mit den stacheligen Beinen, die ist auch sehr schön. Das ist so ein bisschen Model Recycling. Tatsächlich ist das alles eine. Es ist alle dasselbe. Also das ist dasselbe Form, all diese Kreise. Das ist einfach nur zusammengesteckt. Cool. Thomas sagt, matte, schrumpelige Ballons, die von einer rauschenden Hochzeitsfeier ruhig geblieben sind, genau. Oh. Das ist ein schönes Bild. ja. Wofür war denn das Bärtierchen da drüben? Das Bärtierchen, das war auch einfach nur so eine, ich finde Bärtierchen sind einfach die coolsten. Sind sie. Und dann war zufällig, glaube ich, gerade World Microbe Day oder so. Ja, genau, World Microbiome Day. Ich meine, wenn man halt irgendwie so ein eigenes Projekt hat halt und kann es irgendwie zusammenteilen mit irgendwas, was gerade passiert, so wie der Weltmikrobiom-Tag, ja. dann hat es irgendwie so ein bisschen mehr, also ne, dann kann man auf Insta halt machen das Hashtag dazu, weil sonst hat es so ein bisschen mehr Legitimation. Ich meine, das ist eigentlich völlig wurscht, man könnte auch sagen, okay, ich finde schon, aber schon lustig. Tardigrades sind halt gut, hier ist mein Tardigrade. Aber ja, das war jetzt so halt, dachte ich, okay, man kann so kleine, coole Mikro. Ja, die sind süß, auch die Charakter im Hintergrund. Und wie du da mit der tiefen Schärfe auch gearbeitet hast, ist schön. Ist tatsächlich einfach ein Layer in After Effects mit Blur. Okay, ja. Außer jetzt auf denen hier vorne, ne? Die sind im Render schon geblurrt, aber dann alles andere. Ist also gar nicht mit einer 3D-Kamera gemacht? Nee. Ich bin da nicht so tief drin. Aber nicht blöd, sieht so aus. Ist wunderbar. Ja. Eben, das dann auch. Ich meine, man muss ja auch ein bisschen so die Programme nutzen, dass sie für einen selber funktionieren. Also, ja. Come judge me, wenn jetzt, ich benutze keine Tiefenschärfe. Oh. Was auch immer. ja, und genau, also dieses 3D ist halt so ein bisschen, ne, jetzt eine neuere Entwicklung, sag ich mal. Ich mache halt auch traditionell Illustrator-Projekte, ja, zum Beispiel das hier. War jetzt eins, was ich gemacht habe für, sagt ja, Umschi Says London, ist so eine Organisation quasi, die sich für eine, wie soll man sagen, Gleichstellung engagiert. Und die hatten so eine Kampagne für eben geteilte Elternzeit und hatten mir den Auftrag gegeben, da halt möglichst divers und möglichst inklusiv Eltern darzustellen. Fand ich sehr irgendwie schön. Super coole Aufgabe. Ich mag ihn da ganz rechts mit seiner Unterhose, der gerade den Stuhl hat. Gestresste Väter und Mütter. Ja, ach, schön. Und das war jetzt, also das ist so eine ganze Kampagne eigentlich, die auf Social Media dann geschaltet wurde und die auch Animationen beinhaltet. Also, ist auch After Effects oder wie hast du das angenommen? Genau, das ist auch After Effects alles. Also so der ganz klassische Weg, dass man es halt vorbereitet in Illustrator und dann importiert in After Effects und da dann eben animiert. Arbeitest du auch mit Overlord, dem Plugin? Ja, genau. Das benutzt da dann ganz gern. Ja, kann ich nur empfehlen. Alle, die es noch nicht kennen, checkt unbedingt mal Overlord aus. Lohnt sich. Ja, auf jeden Fall. Das ist immer so ein bisschen so ein Krampf, ne? Wie kriegt man jetzt seine Sachen in After Effects, ohne dass man die Layer-Namen verliert und ohne dass man das neu sortieren muss. Das ist, glaube ich, das Ding, was ganz viele Leute davon abhält, das wirklich zu probieren. Du zeigst uns ja nachher auch was, ne? Kann man einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das wird euch umholen. Aber ich gehe tatsächlich den Umweg über Photoshop. Ist ein bisschen jetzt so Layer-Management-mäßig ein bisschen einfacher macht. Das ist, ja. Aber, also Layer-Management ist eh auch ein großes Thema. Also, ne, so, wenn ihr eure Layer ordentlich macht, ist schon die Hälfte von der Arbeit getan. Das haben wir ja schon sehr oft gehört. Ja, kann ich nur bestätigen. Was denn? Ich benenne halt meine Layer nicht. So what? Ja, ich wollte.
Doch klar, dass das Bein ist. Ich meine, 10 Nagel 75. Ich meine, klar, logisch. Das ist direkt Auswahlwerkzeug. Ja, dann finde ich schon wieder. Was für ein Nerd. Genau, und ja, was so ein bisschen noch, jetzt um so ein bisschen in diesem, ne, also ich mache ja eigentlich auch Animation, um da ein bisschen was zu zeigen, könnte ich jetzt das jetzt Projekt zum Beispiel mal zeigen, das war ganz schön. Das ist für Pixelpack, das ist eine Firma, mit der arbeite ich viel zusammen in Deutschland. Mhm. Und die wollten halt so einen kleinen Ident, ne, so für ihr Motto. Was machen die? Ja, auch, also Animation, Explainer, Case Studies, alles Mögliche. Cool. Aber ich sag's nicht falsch, es tut mir leid. Alles cool. Aber ja, genau. Und ja, die wollten halt so einen kleinen Ident und ich hatte da halt auch komplett Freiheit, quasi mir da was auszudenken. Kann man hier, ist doch eigentlich immer so ein Ding direkt zu Vimeo. Na gut, vielleicht müssen wir es einfach hier anschauen, obwohl es ein bisschen klein ist und da oben diese GIFs völlig durchdrehen. Aber andererseits, wir können vielleicht auch einfach... Da unten ist es, ach nee, das ist dein Showreel. Nee, das ist mein Showreel. Na gut, also naja, wir schauen einfach mal hier kurz rein. Kannst gerne mal auf Fullscreen hauen, geht bestimmt. Ich glaube, es ist ja ganz schön hardcore dann, aber okay. Wow. Ah, nee, das sieht cool aus, sieht gut aus. Ja, okay. Ist für dich so groß, weil du einen iMac hast. Ja, wahrscheinlich so voll riesig. Also genau, und ich habe dann halt einfach so drei verschiedene Szenarien mir überlegt in verschiedenen Styles und wie man die dann halt mit coolen Übergängen zusammenbringt und dass man halt am Ende dann wieder, das ist jetzt so völlig Pixel-Durchdreh-Geschichte, dass man am Ende halt wieder auf, wenn ich jetzt Escape drücke, bin... okay, alles klar, das funktioniert. Genau, ja, und das sind so Sachen, wo ich halt auch vorher natürlich die Illustration mache, in diesen verschiedenen Styles, zum Beispiel hier diese Planeten in Photoshop geshadet und das alles ist direkt hier unten, dieses Content direkt in After Effects, weil manchmal kann man sich den Umweg auch tatsächlich sparen über... Manche Funktionen gibt es dann eben auch so in After Effects. Ja, also ne, so Shape Layer zum Beispiel. Wobei das hier dann, glaube ich, habe ich, glaube ich, nicht direkt, also diesen Teil den, hier oben mit Producing, habe ich, glaube ich, nicht direkt in After Effects gemacht. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Aber ist auch nicht so wichtig. Sieht toll aus. Genau. Ja. Welches könnten wir denn noch anschauen? Der Fritz sagt, sehr schöne Illustrationen mit interessanten Farben. Oh. Das ganz oben in der Mitte finde ich noch süß. Können wir da mal drauf klicken? Das hier? Ganz oben. Meinst du das? Nee, das mit den drei Frauen habe ich da. Aber das auch schön. Ah, so. Okay, warte. Das hier. Babes. Oh. Das würde ich mir hinhängen. So cool. Apropos, hast du eigentlich auch einen Shop? Ich habe einen, aber da sind... Warte, können wir jetzt hier auch mal drauf... Da sind zwei Pins drin. Das ist dein Charakter. Genau, also die hatte eine Weile, hatte sie eine Hose, aber komischerweise... Da brauchst du Hosen während des Lockdowns. Ja, und auch außerdem, wenn man, ne, wenn man jetzt, also zum Beispiel sie hier, wenn die jetzt Hosen hätten, aus irgendeinem Grund sehen die viel, würden die viel nackter aussehen als... Ohne Klamotten, ne? Weiß nicht. Grund, ich weiß nicht, ich will aus irgendeinem Grund sehen die überhaupt gar nicht so super nackt aus. Das ist wahrscheinlich auch vom Shading her, weil eher aussieht wie so eine Plastik. Ja, wie Kunststoff, so eine Oberfläche halt. Aber ja, in jedem Fall. Genau, hatte sie mal eine Hose. Die Jane fragt dich, wo hast du denn deinen Shop gemacht? Das ist einfach jetzt hier über die Seite verlinkt mit Etsy. Also wenn man jetzt hier auf... draufklick, kommt man direkt zu Etsy. Könnt ihr euch den Pin holen? Ja. Sassy Flower Lady oder den Itchy Jumper. Der Itchy Jumper ist auch cute. Klingt geil. Ja, also ich glaube, man kann auch irgendwie über Shopify oder irgendwas halt seinen Shop nur mit der Seite direkt irgendwie verlinken. Also das heißt, also, wenn man jetzt hier klicken würde, käme man direkt zu dem Shop. Aber das habe ich nicht, da habe ich mir nicht die Mühe gegeben, das rauszuholen. Also funktioniert auch so, von daher. Wunderbar. Genau. Wo waren wir bei denen? Ach ja. Das ist jetzt so ein Ding, was entstanden ist in jetzt eine Lockdown. Sind ja plötzlich so auf Instagram diese ganzen Challenges aufgepoppt. Ne? Also diese so tausend Sachen von, oh ja,
die, weiß ich nicht, Charakter winken vom Balkon Challenge und mach eine kurze Animation hierfür. Und ja. Das ist so, wie die Welt zusammen gegen Covid und so. Und ich habe ein paar davon gemacht und es ist irgendwie echt auch immer so, finde ich, eine ganz gute, einfach so ein ganz guter, sag mal, so ein Startpunkt halt. Wenn man so sitzt so zu Hause rum und denkt so, was könnte ich denn heute mal machen? Schaut man so und dann gibt es halt irgendwie so eine Challenge. Mhm. Und das ist jetzt so eine gewesen, aber die hat eigentlich mit Lockdown nichts direkt zu tun, sondern eher, dass man diese Farbpalette benutzt in der Illustration. Das hast du toll gelöst mit den blauen Linien, das ist ein ganz toller Kontrast. Danke. Ja. Genau, also man durfte halt nur diese vier Farben benutzen. Hast du das in Illustrator gemacht? Genau, das ist dann in Illustrator ziemlich straight. Hast du da mit dem Recolor Artwork mal verschiedene Varianten durchprobiert? Nee. Mit dem was? Recolor Artwork? Das ist so eine Funktion, wo du einfach durchswitchen kannst und dann ändert sich einfach. Aha. Welcher Bereich welche Farbe hat. Also siehst du mal. Wär lustig gewesen, weil ich sitze immer Stunden und überlege, okay, wenn sie jetzt pink ist, dann kann das nicht grün sein. Aber das muss dann gelb. Also so. Aber dann ist hier gelb. So. Ja. Ich sitze immer ewig und überlege so, wie sich halt alles zusammenfügen kann. Was auch immer so eine Sache ist bei diesen Sachen mit Outlines, ist, dass manchmal komische Überschneidungen entstehen. Ne? Also zum Beispiel, wenn man jetzt die Charakter übereinander stapelt oder ne, entstehen diese komischen Tangenten teilweise halt mit der Outline. Ja. Also hier jetzt natürlich nicht, weil ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, die zu vermeiden. Aber ne, das sind einfach so Momente, wo man denkt so, das ist irgendwie unbalanciert, das sieht komisch aus. Und ich verbringe ja wirklich sehr viel Zeit mit, dann ne, die Kurve zu verbessern und dann hier, weiß ich nicht, zu vermeiden, dass irgendwelche komischen Kleinschnipsel irgendwo sind und solche Sachen. Was ich auch cool finde, ist, dass die Pattern des Badeanzugs, die passen sich nicht an die Form an, sondern die liegen da einfach so flach drauf. Das sieht total witzig aus. Ich meine, das ist halt, ja, das ist, denke ich, immer so eine Style-Frage halt, ne? Mhm. Das ist ein super flacher Style. Der Fritz muss auch flach sein. Herr Fritz fragt, hast du ein Vorbild für deine Figuren gehabt? Mich selbst. War die Antwort. wie meinst du jetzt als die von der Pose her oder für diese Art von Figur? Mit? Gute Frage, ja, frag mal zurück. Muss der Fritz mal beantworten. Na, Fritz. Na gut, also eigentlich, also jetzt so für die Figur selber hatte ich keine Vorlage. Also ich setze mich meistens abends irgendwie hin und skizziere einfach in mein Skizzenbuch Sachen. Und wenn man sich da so ein bisschen entspannt, dann kommen da halt irgendwie auch ganz lustige Sachen bei raus. Also jetzt zum Beispiel die mit diesen Nasen, kann ich halt das hier mal so hin. Das war so eine. Also das ist ja die mit dem Bikini auch, guck mal. Ja, genau. Mal so eine, ne, so einfach halt wild skizziert. Ist jetzt auch da überhaupt schön. Nicht wichtig, wie rum die sind und so, ne, und das ist ja auch so schon ein bisschen so diese Hose von der da unten. Ja, genau. Ich glaube, am Anfang war die Idee, so ein bisschen was zu machen, dass Leute ihre Masken tragen sollen. Und ne, tragen die alle falsch und, weiß ich nicht, machen so Quatsch halt. Aber das ist ja dann auch immer so ein bisschen ein Prozess und dann muss man halt schauen. Nicht über die Nase ziehen, die Masken. Ja, ja, genau, klassisches. Oder so wie er hier. Ja, ja. Das ist lustig. Und wenn man da halt einfach so ein bisschen, ja, sich findet, einfach so ein bisschen rumzududeln und halt ohne Druck, ne, ich einfach denkt so, ja. Und dann kommt irgendwas was Lustiges bei raus. Ich meine, manchmal kommt halt auch völliger Quatsch bei raus, so wie jetzt hier, ne? Also es ist nicht alles brillant. Doch. Und der Fritz sagt, die Figuren erinnern mich an einen Karikaturisten. Und die Jürgen sagt, es ist ein Mashup von L'Oreal und den Simpsons. Nur weil die gelb sind. Das hat nichts zu tun mit den Simpsons. Nein. Wahrscheinlich, weil sie gelb sind und blaue Haare haben, ne? Ja, ja. Die Nasen, ein bisschen so, die Nasen, ja. Ja, stimmt. Genau, also na gut,
man kann, also wahrscheinlich, wenn man dann versucht, sich zurück zu rekonstruieren, wo was herkommt, denkt man irgendwas, ach ja, na klar, das ist das und das, was ich irgendwann mal gesehen habe. Mhm. Aber so im... Mustererkennung im Gehirn. Aber halt so in dem Prozess könnte ich jetzt nicht sagen, ah, okay, das ist jetzt, die Pose von Marilyn Monroe auf dem Poster von 1953. Und das ist die Nase von, das sind die Haare von Marge, keine Ahnung. was ich hier halt auch gemacht habe, also man sieht ja, die ist ganz flach, aber die hat jetzt so ein bisschen Shading, die Illustration, sehr dezent. Und das ist einfach tatsächlich in Photoshop ein Layer schnell drauf gepinselt, was ich denke, hilft eigentlich ziemlich viel, wenn man so einen flachen Look, also wenn man halt in so einem flachen Vektor-Look arbeitet, einfach nur ein bisschen so Tiefe reinzubringen. Ich meine, das ist jetzt hier nicht, das ist nicht so ultradimensionales Bild, aber allein dieser kleine Schein macht es so ein bisschen, gibt ihm einfach so ein bisschen mehr Tiefe. Dafür ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel dieses Projekt hier, was jetzt nochmal so ein ganz anderer Stil ist. Ne? Ganz flach, ja. Und ja, wirkt auch super flach, aber allein dadurch, dass hier so ein bisschen Verlauf drin ist und ne, so Verläufe hier, kriegt es einfach so ein bisschen mehr, ja, einfach so ein bisschen mehr, wie soll man jetzt sagen, Substanz. Dreidimensionalität. Ja. Genau, bei dem hier auch. Schön. Einfach so Bäckchen ein bisschen rot, direkt schon ein bisschen tief. Ja. Ja. Genau. Sehr schön. Ja. Und das ist so der Weg eigentlich. Also je nachdem, was ich mache, was am Ende steht halt, okay, wenn am Ende eine Animation steht, muss man natürlich sich vorher überlegen, okay, wie lege ich meine Datei an. Aber wenn es jetzt einfach nur eine Illustration ist, so wie die hier, gehe ich meistens über Illustrator und trace da meine Skizzen. Mhm. Die muss man dann natürlich ein bisschen, um zurückzukommen auf dieses Beispiel, ein bisschen sauberer anlegen als jetzt hier. Das wäre dann eher Skizzen so. Kann man ja in verschiedenen Versionen anlegen. Ne? Man kann ja eine Skizze von einer Skizze machen und sich da fein arbeiten. Ja, ja, na klar. Wenn man das machen will, kann man das. Wir haben ja auch schon viele Gäste gehabt, die mit einem Lightboard arbeiten und dann eben die fertige Skizze einscannen, ja. Ich mache das eigentlich, also ich gehe entweder, so wie jetzt bei denen hier, direkt vom Skizzenbuch. Einfach weil, also die Art, wie ich skizziere, ist ja, dass ich meine, hier, die ist jetzt nicht so, oh, die Schraffur, sondern so ein Strich, so rub, um einfach die Form festzulegen. Ne, so. Und was ich denke halt, was vielleicht auch wichtig ist jetzt für meinen Prozess, ist, dass man halt spontan, also dass ich halt spontan drauf los zeichne. Ne? Und dann kommen halt diese Bobbly-Popos raus und diese kleinen Gesichter und ich meine, sein Ausdruck ist einfach schon perfekt, so wie er ist. So, ich meine, der ist einfach der böseste Jäger im ganzen Tierreich. Der hat den anderen gebissen, oder? Ja, genau. Und die zum Beispiel habe ich einfach eingescannt und dann natürlich in Illustrator, also ne, den sieht man jetzt ja hier, ist natürlich jetzt nicht 100% 1:1. Ne? Ich meine, klar, hier so, ne, die Linien sind jetzt hier nicht, oder der Kreis hier ist so wobbly oder was auch immer. Aber das kann man ja dann alles machen mit den Béziers, die man da hat und puddelt da halt ewig rum an den Bézier-Händels, bis man halt eine schöne Kurve hat. Ja. Aber ich meine, trotzdem ist halt die Essenz, denke ich, ist wichtig zu erhalten halt, ne? Also, der böseste Typ. Ja, genau, und das ist so hier. Finde ich auch witzig, wie sie da unten im Kreis stehen und ihn bedauern. Ja, leider hat nicht aufgepasst. Und der andere ist noch draußen und hat noch nicht gecheckt, was los ist. Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel für ein Kundenprojekt arbeiten würde, muss man die Skizzen halt auch ein bisschen feiner machen und ein bisschen öfter, damit, falls man es jemandem zeigt, als rough. Also es ist jetzt natürlich auch, denke ich, für ein Kundenprojekt immer noch super rough, aber glücklicherweise habe ich da mit jemandem zusammengearbeitet, der selber kreativ ist. Es kommt immer ein bisschen auf die Vorstellungskraft des Kunden auch an. Ne? Ja, absolut. Also ne, wenn man mit jemandem arbeitet, der selber weiß, okay, ja, das ist jetzt wirklich nur die Vorskizze und es ist
ne, sieht am Ende so aus, ist es kein Problem. Aber man muss halt trotzdem auch in so einem Rough schon kommunizieren, okay, ne, wie ist das Layout, was ist hier die, ne, wie, welche Elemente braucht man, und um dann mal dem Kunden sagen zu können, ja, okay, ich brauche jetzt so und so viele Tage, um all die zu machen. Und es ändert sich ja dann zwischen der Skizze und dem finalen Produkt doch noch einiges. Also zum Beispiel dieser Arm ist anders, oder wobei die Komposition ist eigentlich ziemlich 1:1. Nur Kleinigkeiten, die du noch verbessert hast, ja. Ja, okay. Also meine Skizze war schon phänomenal. Das musste ich dann gar nicht mehr viel ändern. Ja, also genau. Es kommt halt immer drauf an, für was es am Ende gedacht ist. Ja. Ja, wir haben noch ungefähr 20 Minuten. 30, wenn du magst. Sollen wir dann mal ins Programm gehen vielleicht? Sehr gerne, sehr gerne. Okay, muss ich hier mal kurz mein Tablet anschließen. Was hast du denn da für ein Tablet? Sieht aus wie ein ganz normal, ja, das ist ganz normales Intuos. Das habe ich auch. Ich meine jetzt so für... ich habe auch ein Cintiq Companion, also wenn man jetzt wirklich was handzeichnen will, also ne, wenn man wirklich die Distanz zwischen dem Finger und dem Gehirn und dem Bildschirm kurz sein muss, dann nehme ich dieses Cintiq, aber jetzt so an sich ist das Intuos reicht eigentlich völlig. Vor allem, wenn man jetzt so wie hier, wir können auch direkt ins Programm gehen, dann zeige ich es da. Tada! also wenn man jetzt zum Beispiel, hier so einen hat und würde jetzt hier halt ne, an den Béziers arbeiten wollen, dann ist es mit dem Intuos eigentlich, denke ich, ne, völlig ausreichend, weil kriegt man keinen Handkrampf und so. Kann man, wie gesagt, immer drauf an, was man machen will. Du hast ja schon alles vorzüglich auf einzelne Layer gepackt. Eine hervorragende Vorbereitung. Ganz genau. Und benannt, seht euch das an, das ist Weltklasse. Das ist der eigentliche Grund, warum ich das hier auch mache. Ist zu zeigen, ne, liebe Kinder, ihr müsst alles aufsplitten in einzelne Layer. Am besten schon in Illustrator, ne? Die Sache mit Illustrator ist ja die, wenn man einfach arbeitet, dann macht er alles auf eine Ebene. Und man kann dann halt hier ne, sagen zum Beispiel Release to Layers, genau. Wenn man jetzt ganz wichtiger auf einen Layer hat. Der würde dann halt jedes einzelne Ding, was man hat, in ein Layer releasen. Aber manche Sachen, zum Beispiel jetzt hier diese Outlines von den Schuhen, hätte ich gerne in einem Layer. Das heißt, man muss sich dann selber quasi auch so ein bisschen die Hierarchie überlegen, okay, was macht Sinn zusammen in einem Layer? Ja. Weil man sollte schon alles haben auf einzelnen Layern, aber man muss auch trotzdem sparsam sein mit seiner, wie soll ich sagen, einfach, ja, um den Übersicht zu behalten. Ja. Ne? Also das macht natürlich jetzt keinen Sinn, wenn ich diesen einzelnen kleinen Pfad hier, wenn ich den in einem Layer habe, weil wozu, brauche ich nicht. Man könnte es natürlich nachher noch in Unterkompositionen packen und dadurch wieder ein bisschen Ordnung herstellen, wenn man da einzelne Sachen animieren möchte. Ja, ja, klar. Da kann man sich dann ein bisschen behelfen. Natürlich. Natürlich. Der Punkt, den ich machen wollte, ist einfach nur, dass wenn man schon von vornherein wenn man schon einen Plan hat, was man machen will und von vornherein sich eine Struktur anlegt, hat man da eigentlich eine ziemlich entspannte Zeit. Genau, also mein Weg wäre jetzt zum Beispiel, ich mache mir hier einen Illustrator, so ein kleines Setup. Okay, leider liegen jetzt unsere Fenster hier mit dem, vielleicht kann ich die verschieben. Ah ja, genau, die liegen über all meinen Layern. Wir sehen die nicht. Ah ja, das ist gut. Warte, ich werde eigentlich schnappt immer diesen dummen Hintergrund. Okay, dann werde ich mit diesem. Ich schaffe es natürlich nicht, den Hut zu schnappen. Ah ja, okay. Ah, shit. Eigentlich wollte ich nur zeigen, dass dahinter noch einer ist. Noch ein Charakter, der sich dahinter befindet, ja. Genau, hier, so. Und genau, das heißt, wenn man sich die Animation vorher überlegt, okay, welche Elemente brauche ich, welche müssen einzeln sein, ist auch die Frage, will man jetzt diese Illustration zum Beispiel noch in Photoshop bringen und ein bisschen Shading drauf pinseln, das ist das, was wir jetzt hier machen. Deshalb sind zum Beispiel die Fills und die Strokes alle einzeln auf Layern, weil man eben
mit dem Phil arbeiten wird jetzt in Woodshop. Und man ja will, dass der Stroke als schwarz, ne, reines Schwarz drüber liegt, über was auch immer man jetzt da drauf pindelt. Deshalb habe ich die hier getrennt. Auch mir den Hut wieder an. Und die Idee für die Animation ist, dass diesen kleinen Typ und der große Typ geht einfach so ein bisschen in die Knie und wickelt so ein bisschen und der kleine Typ hüpft so hoch unter seinem Hut, während sein Hut hochfliegt. Und dementsprechend habe ich eben diese Datei angelegt im Hinblick auf, okay, was will ich animieren, was will ich shaden. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, man macht nur einen Stiefel und den kopiert man dann in After Effects wieder rüber, ne, und hat dann halt, weil zwei Schuhe sind, hat dann halt denselben Schuh. Aber kommt eben drauf an, wie man arbeiten will, wenn man jetzt verschiedene Shadings haben will auf den Schuhen oder was auch immer. Kann man das auch aufteilen. Und dann kann man einfach sagen, okay, exportiere mir das als, dann gebe ich hier in meinen Photoshop-Ordner, da ist der jetzt schon drin, mit vielleicht zwei, als Photoshop. Photoshop-Datei. Und dann ist die Frage, also man könnte sich jetzt hier schon überlegen, ich lege die in Illustrator immer ziemlich groß an, also mit 300 dpi. Einfach weil, weiß nicht, wenn man sich überlegt, okay, man will vielleicht auch einen Print machen davon oder man will es irgendwie, ne, weiß ich nicht, man braucht es riesig groß, weil man will so ranzoomen an das Gesicht oder so. bräuchte man eine größere Auflösung. Und man könnte sich jetzt hier in dem Weg zum Export zu Photoshop noch überlegen, okay, will ich es in die, ne, weil After Effects am Ende kann natürlich nur 72 dpi, will ich das hier schon machen oder will ich dann, lass es in 300 und arbeite in Photoshop mit 300, aber wir können es jetzt hier einfach mal auf 72 lassen und sagen, okay, schreib mir Layers. Ganz wichtig, genau. Sonst habt ihr ein flaches Bild und das wollt ihr ja nicht. Genau, das keiner will ein flaches Bild. Jedenfalls nicht in After Effects. Okay, hier haben wir jetzt den Typen, ich habe den natürlich jetzt schon mal gemacht. können die Datei, die wir jetzt gerade gemacht haben, müssen wir schauen, wo die hin ist. Wahrscheinlich hier. Wie habe ich den benannt? 2, ne? Genau. Und hier mal öffnen. Was? Wieso ist das auch der Geschädete? Das macht verrückt. Warte mal. Das machen wir nochmal. Wo habe ich den hingespeichert? In Photoshop? Und dann hast du den 2 genannt. Okay, warte mal. Nimm den jetzt hier mal irgendwas anderes. Anders. Okay. Ja. Sieht gut aus. Machen wir. Alles klar. Ja, hier. Anders. Okay, warum nicht? Genau, und dann öffnet man den hier in Photoshop. Und der ist auch geschadet. Irgendwas stimmt da nicht, glaube ich. Ist vielleicht nur was Rendering wegen Zoom, das könnte sein. Ich mache die anderen beiden einfach mal zu. Okay, jetzt haben wir hier die Layer, aber kein... What? Hallo. Ha. Also meine Layer sind da, aber ich kriege ihn nicht angezeigt. Ja. Ott. Naja, komm. Gehen wir es nochmal. Oh. Interessant. Das habe ich auch schon mal gehabt. Ich glaube, das ist ein Grafikkoppen-Issue. Könnte aber jetzt wegen Zoom sein. Ah, shit, okay. Dann müssen wir vielleicht doch einen von denen aufmachen, die schon... Wenn du es jetzt wieder aufkriegst. Die schon geschadet sind. Mm-mm. Oh nein! Oh. Mach mal, genau. Mach mal den Photoshop. Okay. Dann mache ich Photoshop mal zu. Kann auch Illustrator kurz ausmachen. Vielleicht hilft das auch. Ja, no problem. Ich zeige euch einfach mal, was wir demnächst noch für euch haben. Und zwar, sehr cool,
haben wir morgen für euch The German Romers. Das ist ein Fotostream vom Fotokonsortium German Romers. Und da ist der Max Münch morgen als Host für euch dabei mit Philipp Gladsom. Und ich glaube, das wird ziemlich cool. Der, jetzt geht's wieder. Alright. Wunderbar. Okay. Kannst du dich noch erinnern? Wir haben den jetzt gespeichert als 72, ne? Ja. Okay. Check. Ah ja, okay, genau, cool. Okay, genau. Also, und Photoshop hat das jetzt hier schon in diese Layer gepackt, die wir auch in Illustrator hatten. Genau, das sind jetzt gepixelte Layer, genau. Genau, und hat hier die Benennung übernommen. Manchmal macht es so Untergruppen randomly, wo man jetzt nicht weiß genau warum. Aber warum auch nicht, wer weiß. Weil das zum Beispiel war nicht in der Gruppe in Illustrator. Manchmal hat es so ein Eigenleben, ja. Weird. Aber zum Beispiel jetzt das Gesicht war ein. Das liegt manchmal daran, dass es in Illustrator zusammengesetzte Pfade sind. Da musst du dann auf das Image, auf den Pfad, den Pathfinder. Und dann kannst du oben rechts in dem Bürgermenü sagen, zusammengesetzten Pfad entlassen und dann hast du wieder einen ganz normalen Pfad. Ah, okay. Ziemlich sicher, dass das einfach nur ein Pfad ist. Aber egal, also es ist ja auch egal. Wie auch immer, also, wenn dann irgendwelche komischen Gruppen auftauchen, kann man die auch einfach schnell löschen. Genau, und was ich dann eigentlich ganz gerne mache, ist, ich mache mir eine Clipping Mask über jetzt zum Beispiel, wenn ich den Körper hier shaden will. Und ich benutze da eigentlich ziemlich straightforward einfach diesen Soft Round Brush. Der erste Standard-Brush, den es gibt in Photoshop. Den wir alle kennen. Natürlich kann jeder da völlig crazy gehen und es gibt ja 1000 Millionen Brushes. Aber ich meine jetzt so für ein einfaches Shading ist der tatsächlich, also für mich zumindest, am sinnvollsten. Weil man halt jetzt, also zum Beispiel schon kriegt der rosa Bäckchen. Bei diesem, ne, Kreis könnte man jetzt sagen, okay, man überlegt, das Licht kommt von hier, man könnte ihm also ein bisschen Dimension geben. Ich habe die Farbe gepickt von dem Charakter selber und den Layer auf Multiply gestellt, deshalb multipliziert sich die Farbe da jetzt ganz gut rein. Und dann, okay, noch entscheiden, soll es stark sein oder nicht so stark. Und man kann dann eben über denselben, ne, hier den Body Fill, eben 1000 von diesen Clipping Masks machen. Und dann eben auch. Ich bin tot klippen. Man kann sich da echt und dann halt zum Beispiel auch einen Schein reinzeichnen, indem man dieselbe Farbe reinmalt, aber eben auf Screen. Und man kann dann, neuer Layer, danke. Kann dann zum Beispiel auch. Na, okay, ich möchte jetzt noch so ein kleines Highlight oder so. So, bling! Bing! Ja. Wie auch immer. Ja, da glänzt in der Sonne. Die Idee. Und rote Bäckchen finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee. Da machen wir jetzt gerade mal noch ein paar Bäckchen. Oh. Auch dran denken auf Multiply, sonst erscheinen die nicht. So. Und also wie auch immer, ne? Wenn man jetzt, kann ja nochmal den aufmachen, den ich jetzt gestern noch schon gemacht habe. Natürlich heißen die alle gleich, ist irgendwie auch sehr praktisch. Demo-Dude. Kann er jetzt halt, zum Beispiel die Schuhe shaden, damit die so ein bisschen Dimension haben. Und da kommt halt jetzt. Genau. Und dann hier halt den Hut und so weiter. Und natürlich dann auch, darf man nicht vergessen, den Typen, der da noch drunter wohnt. Der hat auch so einen kleinen Schein. Haben wir ihn nicht alle? Den kleinen Schweißtropfen. Genau. Und wenn man dann so happy ist mit, wir können auch den nehmen, ist egal. Mit dem, was man da gemacht hat, kann man sagen, okay, ich speichere das mal. Ich gehe jetzt rüber in After Effects. Action. Und dann habe ich hier natürlich auch schon eine Animation mit dem gebaut. Yeah. Kleiner Loop. Cool. Oh, schön. Ja, wobbelt. Ist ja Wahnsinn. Genau. Also man würde dann eben
den wir jetzt hier gerade hatten. Auch immer gut, wenn man dann ne, seine eben die Sachen, die man importieren will, entsprechend benennt, damit man nicht tausendmal Demo-Dudes hat. Vielleicht, anders. Ja, so. Genau, also wichtig ist, wenn ihr dann das Photoshop in After Effects bringt, dass ihr hier halt auswählt, okay, Komposition und ganz wichtig. Layergrößen beibehalten, denke ich, heißt es, Retain Layer Sizes. Und dann kommt hier dieses Pop-Up-Menü und es sagt Edible Layer Styles. Oder im Deutschen, weiß jetzt nicht genau, was es da sagt, weil irgendwas in der Art. Editierbare Ebenen. Ja, oder so. Und man hat dann halt hier die ganzen Layer direkt, so wie man sie auch genannt hat, schon im Photoshop. Genau, da habt ihr jetzt mal wieder all eure zu meiner Maus. Genau, und zum Beispiel jetzt dieses Shading, was wir hier gemacht haben mit den Clipping Masks, ne, auf dem Körper, macht After Effects dann direkt schon in eine Sub, also eine Unterkomposition. Ne? Das heißt, ihr habt hier all die Shading-Layer in eurer Unterkomposition und ja, habe ich jetzt ausgemacht? Habe ich. Ja, hast du. Immer noch. Cool, cool. Genau, also die werden dann alle in der Unterkomposition, was natürlich super praktisch ist, wenn man jetzt wirklich halt wie jetzt hier bei dem auch die Stiefel geshadet hat und alles mögliche, dass man jetzt da nicht auch dann wieder 17 Layer hat mit hier Layer 1, 2, 3, 4, sondern eben alles in der Unterkomposition. Telefon. Wie hat er das gemacht in der Unterkomposition? Sind das Alpha-Masken oder ist das einfach? Nee, das sind einfach Layer. Die sind schon geschnitten. Hm? Okay. Ja, genau. Also ich denke, man hat dann hier, ja genau, die sind einfach ne, so geschnitten durch die, wobei andererseits, nee, die sind, da ist noch mehr. Aber, wie macht er das? Das ist eine exzellente Frage, aber man hat hier noch die ganze Info. Weil wenn du das jetzt rausziehen würdest und in deine Hauptkomposition bringen würdest, dann müssen wir mal schauen, wie sieht das aus. Ja, schauen wir, dann hat man hier den ganzen. Und das könntest du ja als Alpha-Maske, wenn du das auch bewegen wollen würdest. Ja, stimmt, aber es hat hier schon, Da ist es, okay. Genau, also man könnte es aber auch, also ich meine, das könnte man schon, aber man könnte es, wenn man das wirklich animieren will, ja dann auch hier machen. Genau, kann man so ein bisschen, schon, dass sich das selbst bewegt oder ne? Der Schatten bewegt. Mhm. Ja, weil es ist ja hier eigentlich schon gemaskiert. Frag mich, wie er das macht. Ah, da siehst du es. Ja, hier die. Bei dem T. Wie heißt es denn? Ist das ein Preserve Underlaying Transparency. Magic! Wieder was gefunden. Genau. Ja, jetzt haben wir nicht mehr so super viel Zeit, aber ja, was ich eigentlich noch ganz gerne anschneiden wollte, ich habe jetzt hier zum Beispiel für die Beine Rubber Hoses benutzt. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist ein Plugin, ne? Das ist so ein kleines Plugin, genau. Und das macht Gummi. Also Rubber Hose ist ein Gummischlauch, glaube ich. Ja, genau. Das macht Gummischläuche. Das ist eigentlich ganz süß. Kann ich kurz zeigen, wie das aussieht, wenn man einen Rubber Hose macht. Vielleicht hier bei dem. Obwohl, eigentlich ist egal. Also es ist dieses Plugin. Sieht so aus und ist eigentlich ziemlich straightforward. Ne? Man sagt zum Beispiel, also das sind jetzt hier eigentlich nur die Benennungen für den Anfang und das Ende von dem Hose. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, man will einen, der Hip und Enkel heißt, für Hüfte und Knöchel, wählt man das aus und sagt dann, mach mir einen neuen Hose. Und der wird dann hier in die Komposition eingefügt. Natürlich da, wo man zuletzt, ne? Da, wo der Cursor lag, auf der Ebene. Genau. Ist natürlich doof, weil die heißen alle dann auch so Hose 1, 2, 3. Muss man auch ein bisschen aufpassen. Und man hat dann halt mit Rubber Hose den Vorteil, dass es eben zwei Ankerpunkte gibt an einem Shape Layer. Ne? Also man hat hier die Hüfte als Ankerpunkt und den Knöchel als Ankerpunkt. Und ihr seht ja schon, ne, wie das funktioniert. Was hat hier diesen Bend? Wie so ein Wurm. Wie ein Wurm, genau, oder wie halt eben Knie. Und man könnte dann auch sagen, er soll sich irgendwie andersrum knicken. Ah. Okay. Also im Grunde ist er jetzt verdreht. Super strange. Minus, genau.
Und, ach ja, nee, stimmt. Das rechts ist das falsche Ding. So rum. Ändert man die Richtung. Bend Direction, ne? Okay. Ein bisschen langsam. Naja, so. Und Radius, wenn man den auf 0 stellt, hat man ein eckiges Knie zum Beispiel. Ah, okay. Das ist der, okay, das ist der Grad für die Rundung. Ja, genau, genau. Ich dachte, das wäre die Direction, aber ich hab's nicht gesehen. Wie attachst du das jetzt zu einem Shape? Genau, das kann ich hier. Das habe ich ja hier schon gemacht. Also wir haben zum Beispiel jetzt hier alle Körperebenen habe ich jetzt an eine Null. Die haben eine Null, die animiert ist, an eine animierte Null, genau. Und ich kann tatsächlich einfach jetzt diese, ich kann das hier mal zeigen mit dem. Das sind hier schon Rubber Hoses, die Beine, ne? Und man sieht hier die Hüfte, den Hüftpunkt. Mhm. Ich nehme so raus hier. Und den kann man einfach parenten halt durch dieses Parenting-Menü. Eben entsprechend an die Null jetzt hier für den Körper, ne? Mhm. Weil das der animierte, das animierte Element ist. Und ja, ihr seht ja, dann zieht sich hier der Hose lang und die Hüfte ist da oben dran geparented. Und also ich habe jetzt hier den Knöchel an den Stiefel geparented, aber tatsächlich müsste man den auch gar nicht parenten, weil egal wo man den hin tut, der bleibt da einfach. Und ja, das ist halt so, denke ich, ein ziemlich cooles Tool. Du kriegst also, wenn du dir diesen Rubber Hose machst, bei Hip und Enkel kriegst du den Punkt für die Hip, einen Punkt für den Enkel. Und was ist das Hose darunter? Das ist einfach nur, wie der aussieht. Also es ist quasi der Hose, diese Linie. Und man kann hier dann halt... Kann man da auch die Form ändern? Das ist ja so ein Oktagon oder... Nee, das ist tatsächlich die Expression, wie das funktioniert, glaube ich. Warte mal. Ach so, okay. Also man kann hier die Farbe ändern und so die, ja, wie dick der ist und so. Aber das, was man hier sieht, dieses Oktagon, ist, glaube ich, wie das funktioniert, ne? Das ist wie... Ah, alles klar. Wie die Expression da irgendwie diesen Shape Layer, weil es ist im Prinzip ein Stroke auf dem Shape Layer, irgendwie so halt hin tweakt, dass das funktioniert. Ja. Also, interessante Lösung. Hm? Und was man halt machen kann, ist zum Beispiel, man könnte sich jetzt in demselben Hose Layer einen anderen Hose, also den duplizieren und man gibt dem eine andere Farbe. Und man kann dann, tatsächlich hat man hier die Option, über diese Shape Layer Tools, die man auch so hat, ne, auf normalen Shape Layers, könnte man sagen, jetzt hier, wo ist es denn? Trim Path, genau. Ah, jetzt kannst du verkürzen. Und man kann den jetzt hier verkürzen und könnte dann jetzt auf diese selbe Hose-Ebene so einen Socken bauen oder so, zum Beispiel. Und man hat dann auch dieselben Optionen wie für alle anderen Strokes, die man hat, dass man sagt, okay, ich hätte gerne ein Buttcap, also halt kein rundes Ende, sondern ein gerades. Ja. Genau, und egal wie viele man da jetzt reinmacht, die bewegen sich alle immer mit, woran man es geparentet hat. Und das ist eigentlich ganz nice. Ich habe das letztens, kann ich kurz zeigen, wo ich das verwendet habe, jüngst in diesem Ding hier. Cool. Also die Beine sind komplett Rubber Hoses bis zum Hosenbein. Also alles, ne? Diese ganze Beinhierarchie quasi, der Socken, Wahnsinn. Bein und Hosenbein sind alles eben gestaggerte Layer in Rubber Hose. Und genauso die Arme halt. Ja, der Ärmel komplett Rubber Hose. Sieht auch cool aus mit dem 2D in dem 3D-Raum. Ja, das ist so ein bisschen jetzt so ein neues Ding, wo ich denke, das funktioniert ziemlich gut, wenn man das so mischt einfach. Und so ein bisschen, ich finde immer so ein bisschen so Guerilla-Ansätze ganz gut. So, was ist die Regel? 2D, 3D, einfach gemischt. Ja, cool. Genau. Ja. Ah, eine Sache, noch ganz schnell. Quick-Tipp. Ihr habt ja hier gesehen, der bei diesem Insta-Ding hat der Hose eine Outline. Also man hat den Hose und der hat aber noch eine Outline. Und das ist ja immer so ein Ding,
Ne? Man hat ja hier schon, das ist ja schon ein Stroke quasi. Das basiert ja auf der Stroke-Funktion von einem Shape Layer. Wie kriegt man da jetzt einen Stroke drauf? Das ist ziemlich einfach. Man hat einfach einen Layer-Style. Man hat dann hier noch die Möglichkeit, noch einen Stroke auf einen Stroke drauf zu tun. Das ist ein super cooler Tipp. Und der taucht dann hier ganz unten auf und man sagt dann einfach, okay, schwarz. Keine Ahnung, fett. Und hat dann hier Outline. Yeah. Stroke. Super cool. Ja. Und so, also das ist eigentlich, finde ich, in After Effects ist irgendwie ja ganz schön, dass man halt so viele, es gibt so viele Optionen halt, ne? Mhm. Und wenn man halt einfach so ein bisschen quer probiert und ausprobiert, dann ist, ach okay, das funktioniert, das ist ein cooler Style, kommt man da eigentlich zu ganz schönen Sachen, denke ich. Auf jeden Fall. Kannst du deinen Charakter nochmal abspielen? Der ist super schön. Ja, kann ich machen. Ich muss mal vielleicht jetzt den Host rausschmeißen. Naja, so. Genau. Also, was du also hier gemacht hast, du hast den Rubber Host erstellt, der ist aber quasi nicht zu sehen, aber du hast die Shape als Nullobjekt an den Rubber Host dran gebaut, sodass der Host, der Host ist zu sehen, das ist ja das Bein, ist ja der Host. Ach, ist der, okay. Ja, ja, und man hat dann hier diese beiden Ebenen für Hüfte und Knöchel, die man dann eben parentet. Aber dazwischen ist quasi aufgespannt dieser Host. Und genau, den sieht man dann. Ich habe die Beine, die ich vorher gemacht habe in Photoshop die habe ich einfach gelöscht, die sind nicht alles mehr da. Alles klar. Quasi, das hätte man vielleicht wenn man mit Rubber Hose arbeitet. Genau, und ich habe dann zum Beispiel, ihr seht ja hier, der Körper hat jetzt hier nur 3 Keyframes, aber wenn man es länger abspielt, what? Natürlich der kleine Typ da oben hat die Expression noch nicht, aber zum Beispiel der Körper bewegt sich ja weiter. Wenn wir den einfach mal isolieren. Über diese 3 Keyframes hinaus. Und das ist ziemlich einfach, wenn man sich überlegt, okay, mein erster Keyframe, das ist die Up-Position und dann loopt es quasi wieder in die erste Position zurück. Ja. Kann man einfach eine kleine Expression drauf tun. Mach die hier nochmal aus, indem man die Stoppuhr hier drückt mit Alt. Und dann gibt es hier dieses kleine Dropdown-Expression-Menü. Und dann geht man zu Property und sagt einfach, okay, Loop Out. Und hätte dann eben Infinite Movement. Ja, Infinite Loop. Und das ist immer ganz praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel Sachen macht, wo Keyframes versetzt stattfinden, aber trotzdem loopen sollen. Also man hätte ja jetzt den Hut, der hochfliegt, ist versetzt zu dem, was der Körper macht. Das heißt, diese Länge hier von einer Sekunde für die Animation für den Körper reicht dann wiederum nicht, um den Hut wieder runterfallen zu lassen und so. Das heißt, wenn man dann zumindest die Properties loopt, wo man mit dieser Expression, wo man weiß, okay, das geht eh für immer, ne? Das macht immer derselbe Move, hat man sich da so ein bisschen Kopfschmäh gespart. Stark. Super coole Tipps auch. Ja, und also das ist so mein Leben, keine Ahnung. Fantastisch, ich liebe es. Okay. Hat vielleicht jemand eine Frage oder so? Im Moment nicht. Es war bloß kurz die Frage, ob das Cinema 4D oder Blender ist. Das hier ist tatsächlich After Effects und es sieht 3D aus, aber die Eva hat das Shading alles in Photoshop gemacht. Ja, genau. Also, aber jetzt so meine die Illos hier, die sind Cinema. Mhm. Die sind Cinema. Und jetzt die Animation von denen hier ist Maya. Cool. Aber die ist, wie gesagt, auch nicht mein Ressort, habe ich nicht gemacht. Bin professioneller 3D-Animator gemacht. Genau, und das ist, die alle sind Cinema 4D. Ja. Kannst du vielleicht noch mal kurz das Overlord zeigen, weil wir das vorhin kurz angeteased hatten? Ja, könnte ich machen. Einfach mal eine Shape zu After Effects pushen. Das Overlord-Plugin ist im Grunde einfach dafür da, zwischen After Effects und Illustrator so eine Brücke herzustellen, dass man Dinge nicht mehr speichern muss, sondern Shapes oder Ebenen direkt einfach zu After Effects hin und zurückschicken kann. Das ist wie so ein Fahrstuhl eigentlich.
Genau, und wenn man das machen will, muss man also in beiden Programmen über Fenster Extensions Overlord öffnen. Genau. Das heißt, auch wenn man jetzt aus Illustrator was rüberschiebt, muss man es trotzdem in After Effects öffnen. Jetzt habe ich das natürlich zugemacht, mein Illustrator-Projekt. Schlaubi. Kleinen Moment, Illustrator kommt zurück. Genau, und hier würde man das selber machen, Extensions, Overlord. Da ist er. Das ist quasi die Schnittstelle. Ich glaube, das ist, warte, hier, genau. Ihr habt eine Push- und Pull-Funktion, genau. Genau, wenn man jetzt hier sagt, Push Selection to After Effects. Ich muss erst was selecten und dann... Ja, stimmt. Ich habe nicht alle. Ach, dieser dumme Hintergrund. Jetzt mal. Okay. Und dann sagt man Push Selection After Effects. Einmal ist jetzt natürlich in die Komposition, die ich schon aufhatte. Einfach rein, genau. Naja, cool. Genau, und jetzt hier halt drüber gepackt alle. Aber wenn man zum Beispiel, kann es ja nochmal machen, dann sieht man es vielleicht besser. Ich habe eine neue Komposition. Genau, also hier ist unsere Layer-Komposition. Wir haben Overlord offen. Gehen mit Illustrator. Haben die alle ausgewählt und sagen, okay, push uns das rüber. Und dann seht ihr ja hier, das findest du immer ganz süß, wenn man so sieht, wie es so, so aufbaut. Natürlich ist unsere Komposition jetzt irgendwie nicht die richtige Höhe, aber genau. Genau so läuft das. Super und dann wird hier alles reingepusht als Shape Layer. Und ihr könnt es auch wieder zurückschicken, verändern und wieder nach vorne. Also ihr könnt back and forth arbeiten damit und das ist eine super Erleichterung. Ihr müsst nicht immer alles speichern, die Dateien neu laden in dem Content-Projekt-Ordner, sondern es ist einfach nur mit einem Klick ist es gemacht. Cool. Dankeschön, dass du das nochmal gezeigt hast. Ja, klar. Genau. Fritz sagt auch Dankeschön an Eva. Ganz toller Stream, toller Workflow, wunderschöne Arbeiten. Danke. Super witzig. Ich finde einfach, deine Arbeiten haben so viel Esprit und Charme und so lustig. Einfach schön, die anzusehen. Ja, danke. Genau. Ja, also danke an euch auch für die Einladung hier und so. Ja. War gar nicht so schlimm. Nee, war überhaupt nicht schlimm, sage ich doch. Dankeschön, sagt der Sascha. Vielleicht hast du ja Bock, du bist ja in London und sprichst ja auch gut Englisch, mal im UK-Stream auch dabei zu sein. Wäre vielleicht auch eine Option für dich. Oh mein Gott. Das alles nochmal den UK-Leuten zu zeigen. Ja, naja. Nadja sagt Dankeschön. Ja, das war schön. Ich habe mich auch gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ruth sagt Dankeschön. Bin fasziniert, sagt der Thomas. Ah. Ja, cool. Ja, danke fürs Zuschauen. Ja? Stefan sagt, dank euch beiden, war wieder sehr infotaining. Infotaining sogar, infotaining. Hast du vielleicht noch ein paar letzte Worte, Eva? Wascht euch die Hände. Nee, weiß nicht. Danke, also danke fürs Zuschauen. Cool. Ja, schön, dass du dabei warst. Ihr seht dann nochmal unseren Schedule für diese Woche. Wie gesagt, morgen sind die German Romas hier. Es geht um Fotografie mit Max Münch und Philipp Glätze. Am Donnerstag bin ich wieder hier mit Workflow am Donnerstag und dem coolen Christoph. Und am Freitag ist es wieder soweit, Top of the Box mit Lili. Lili ist wieder da mit der Melanie. Geht wieder um Illustration mit dem Top of the Box Studio. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Vergesst nicht, heute um 13 Uhr ist auch noch ein cooler UK-Stream. Den solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen, denn wenn euch die Arbeiten von der Eva gefallen haben, wird garantiert auch das genau das Richtige für euch sein. Wir haben Studio Cabeza Patata da. Und Toni wird der Host sein. Ganz, ganz coole Arbeiten. Eva ist vielleicht auch für dich ein super Tipp. Ist vielleicht inspirierend für dich, was die da so machen. Ich habe mir die Arbeiten schon angesehen. echt super coole, schöne Sachen. Tamara sagt vielen Dank für den Stream. Eva soll sich ihre gute Laune beibehalten. Helmut sagt vielen Dank an alle. Man sieht und hört, dass Eva ganz viel Spaß an der Arbeit hat. Super. Fünf Daumen nach oben. Vergesst nicht, der Eva auf all ihrem Social Media zu folgen. Eva, wir würden uns auch freuen, wenn du uns im Discord bald besuchen würdest. Wir haben einen eigenen Adobe Stream Deutschland Discord Channel, wo wir unsere Gäste auch gerne einladen. Da sind all unsere Community-Mitglieder und da chatten wir nach dem Stream gerne weiter und versuchen uns darüber zu informieren, was unsere Gäste so nach dem Stream machen. Also wenn du Lust hast, dazu beizutreten, dann würden wir uns ja freuen. Tim hat nochmal den Link zu deinem Instagram reingepostet. Genau, Tim, ja, cool. Auf Follow. Ansonsten sehen wir uns morgen hier wieder und wir sehen uns am Donnerstag und danke fürs Zuschauen. Danke Eva, dass du da warst. Und ja klar, danke, ciao.
Thank you.